Dann ich. Jo. Ja, willkommen zurück zu Pokémon Flora Sky. Und nun ja, wie ihr hört, ich habe ein neues Headset bekommen. Und gleich mal starten wir in einem Kampf. Ja, haben wir letztes Mal vergessen. Oh, Psycho. Wieso vergessen? Wieso? Ja, wir mussten da Stopp machen. Genau. Ach du Scheiße. Okay, Quirly ist underlevelt, wie Sau. Ja, müsst ihr jetzt... Dann gehen wir einfach Squealy den MP-Teiler. Können wir zurücklaufen? Ja. Oder auch mit Lapras zurückfahren, meine ich? Nein. Lapras ist weg. Fäuste. Das ist nicht gut. Deshalb häng ich auf der Insel fest. Weil es gibt da niemand mehr zu trainieren. Und du packst einen Arena-Leiter, ne? Arena-Leiter nicht. Mein stärkstes Pokémon, ein Rotom-Wurf. Auf welchem Level? 30. Sein stärkstes Pokémon ist auch auf Level 30. Oha, das war gerade eben auf Level 31. Okay. Squilly hat besiegt. Squilly ist stark. Ja, komm. Typen, der Typ war halt im Vorteil. Oder auf jeden Fall mal die Attacke. Halt bis. Ja. Was wollte ich machen? Ah ja. Weiter nach unten auf das Item. Das wollte ich auch machen, aber erstmal. EP-Teiler weg. Und Steve. Heilen. Hört man's? Was? Achso. Telefon? Ja. Laut? Nein. Dann kann ich's lassen. Jetzt bin ich ans Headset gekommen. Warte mal ganz kurz. Ja, ich mache auch kurz Stopp. Also, wir sehen uns gleich, dann sind alle Pokémon geheilt. Meine Frage ist, ist für ein Voltilam eigentlich Schockwelle sehr stark? Weiß ich jetzt gar nicht. Es ist speziell. Egal. Ja, natürlich, es ist speziell. Oh, Trainerin. Ja. Immer drauf rot. Oh, ein Choupé. Choupette. Das heißt Choupé, aber egal. Choupette. Ich heiße noch Choupette. Ja, das heißt aber in echt Choupé. Ja, ist aber niedlich. Ich bin... Nein. Kannst du auch als Vorteil nutzen. What the hell? Okay. Wenn du es jetzt bist... Hat sie es besiegt? Nö. Mein PC hängt. Hört sich nicht gut an. Ja, und du hast irgendwie jetzt wieder einen anderen Ton. Komisch. Machen wir es mal bei Aufnahme auf Pause. Ach, wieso? Egal, ich sehe immer noch Choupé, dass es Fluch benutzt hat. Und jetzt ein Skill irgendwas draußen. Und du setzt zwei rein, jetzt geht's wieder. Gut. Und ich werde gerade besiegt. Ah, doch nicht. Irgendwie das Vieh ist blöd. Welches? What the? Ey, das ist doch. Wieso? Wechsel dein Pokémon sofort. Ich kapier einfach nicht, wieso Walter nicht immer nur einmal trifft bei mir. Keine Ahnung. Die cheaten ich doch. Ich weiß auch nicht alles. Naja. Der macht immer nur dieselbe Scheiße. Ja.
finde ich eigentlich gut. Geflaggt? Ja. Verteidigung wurde erhöht, aber nicht die Spezialverteidigung. Dafür müsste der Spiegelschild, also Spicecape, einsetzen. Ui, was habt ihr da draußen zu reden? Ich hoffe, was hört ihr nicht. Mm-mm. Wenn ich's nicht höre, dann hört's niemand. Ja. Ich hör's. Ja. Aber bei dir knackt's immer so ein bisschen. Und das durch Kopfhörer. Jetzt kommt Spiegelschild. Jetzt kommt Spiegelschild. Ist der irgendwie blöd? Ja. Alter. Das Vieh hat 1 KP. Ich manchmal. Manchmal tust du an der Luft der Spiele zweifeln. Ja. Oh, Belly Drum. Oh, kommt noch ein Vieh. Belly Drum tut Leben abziehen und dann das Pokémon verwirrt seinen Gegner. Mag ich nicht. Das ist Bauchtrommel, ne? Ja. Das ist doch die größte Scheiße, dann nimmt man Konfusstrahl und dann ist gut. Oder man nimmt Angeberei oder Schmeichler. Angeberei ist auch scheiße, finde ich. Wieso? Der Angriff vom Gegner wird erhöht. Ja, aber dafür wird's verwirrt. Ja, trotzdem ist es irgendwie scheiße. Dann nehme ich lieber Konfusstrahl, da ist passiert gar nichts mit dem Gegner, außer dass es verwirrt wird. Ja, sorry, ich wollte eigentlich Stopp machen, aber naja, jetzt bekommt ihr halt das Heilen mit. Ist ja auch gut. Heilen ist auch was noch, ist was ganz Gewöhnliches. Ja. Das Hochheilen oder Hochleveln. Ach so, ich bin neuerdings in einem Let's Player Forum oder in dem Let's Player Forum. Sorry. Mhm. Und in dem Let's Player Forum sind viele sehr bekannte Let's Player. Ja. Dam dam. Nein, da komme ich noch nicht durch. Da kommst du durch. Da kommst du durch die Wand und den Busch. Egal, ich wollte mir sowieso erstmal noch alle Sachen oder alle Trainer hier besiegen und alle Sachen holen. Ja, und durch den bei dem alten Opi kommst du noch nicht vorbei. Schade. Oh, der hält schon wieder so einen Scheiß. Wohl wieder mit dem Giftstachel. Ja. Das war der größte Scheiß. Dein Headset ist so ein bisschen. Es kann sein, dass es zu nah an dir dran ist. Es geht noch weiter weg. Da ist es so besser. Ja, jetzt knackt's nicht mehr. Man hat jeden Atem von dir gehört. Und halt, wann's jetzt nicht mehr? Ein bisschen. Aber nicht mehr so arg. Es geht aber. Wenn ich das noch weiter runter mache, dann. Wenn ich noch anders mache, dann höre ich nichts mehr. Ach so. Weil. Ja, ich hab das immer 10 cm von mir weg. Mikro. Bei mir geht's nicht anders. Ansonsten wird's bei mir 10 cm nach oben sein. Ja, Leute, ich hab's erst heute bekommen. Und ich komme damit noch nicht zurecht, weil ich es jetzt zum ersten Mal ausprobieren. Und ein bisschen gespeedet. Aha. Juhu, zwei Doppelkampf. Ich lieb Doppelkämpfe einfach. Griffel und Traumato. Oh, Honey. Nutzlos ohne Ende, aber ich hab's trotzdem noch ziemlich weit vorne. Fire Punch. Ja, machen wir das erstmal kaputt. Und Ballet zieht gegen das Vieh. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das. Ah, das scheint nicht sehr effektiv zu sein, oder? Ist normal. Ja?
Es hat eine hohe Verteidigung, eine hohe Spezial- und eine hohe normale Verteidigung. So ein Scheiß. Rückkehr! Eine sehr schlechte, also. Die lieben ihr Pokémon nicht besonders. Nee. Das sind normale Trainer. Die lieben ihr Pokémon nicht. Die sind so. Ja. Herzlos. Ja. Wie dein. Aha. Was ist los? Ja, ich hab derweil gerendert, Leute. Muss man sich mal vorstellen, mein PC hält es tatsächlich mittlerweile aus, zu rendern und gleichzeitig aufzunehmen. Ja. Hast du es mal neu gemacht? Nö. Das ist immer noch so alt, aber. Das ist ganz neu. Immer noch dein alter PC. Mein guter alter PC. Den dir niemand wegnehmen würde. Oh, jetzt habe ich Blödsinn gemacht. Ah, naja. Geht ja, eigentlich. Ich hätte aber Fire Punch auf den. Auf Johnny's. Traumato machen müssen. Das war ein bisschen blöd. Dann noch besser Egelsamen. Oh. Was ist? Double Slap. Aber es hängt bei mir mal wieder. Hit 5 times. Oh je. Mein Englisch ist gut, ne? Hit 5 times. Hit 5 times. Ah, brennt ja denn das Drippel. Ja. Schon länger und jetzt wann? Ist es down. Ab da, wo du es zum ersten Mal mit Fire Punch getroffen hast, seitdem hängt es. Oh. Ah, jetzt läuft's wieder. Bubble Beam! Wuhu! Ist es besser als Aquaknarre? Ja. Kannst du ruhig nachschauen. 65, 40, ajo! Eindeutig besser. Ne, wenn man so einen schönen Wasserstrahl auf den Gegner feuert, ist natürlich nicht so stark, wie wenn man so ein paar Blubberbläschen macht. Wieso sind ganz viele Blubberbläschen? Aber immer noch wenige. So, damit wir noch einen Kampf drauf bekommen, werde ich hier pausieren. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Und wir sind bloß so ein paar Schritte weiter nach unten gelaufen. Ja. Wie man sieht, ne? So. Nee, hab eigentlich nicht gesehen. Na doch. So ein bisschen. Ja, man kann sich seinen Teil dazu denken, oh, wenn man rechts die Trainer sieht. So. Rollout. Bumm. Teppich ist niedlich, also flowing. Und die letzte Weiterentwicklung sind hässlich. Das war klar. Findet jedes Mädchen, aber. Na gut. Aber das stimmt doch. Dafür kann es dann endlich Kampfattacken erlernen. Ja, das einzige richtige coole Feuerkampf-Pokémon ist Panferno. Torchic. Flemly. Lol, und das wird jetzt fertig gemacht. Erstmal mit durch. Rollout. Wer mit White Chicken? Genau. Holt ihr bei Kentucky Fried Chicken? Ja. Oh, schon weg. Oh. Jetzt wäre es noch witzig, wenn er noch Panflam und Glumanda hätte. Mhm. Und Feurige. Kentucky Fried Chicken. Genau. Und natürlich. Du hättest Flemly verbrennen müssen. Wieso? Mit Feuerpunch.
Dann hätte sie vorher Chicken. Jo. Wie tiertes Hühnchen. Daher kommt das wahrscheinlich auch. Ja. Daher kommt auch Blenden. Ein Feuerhühnchen. Das leuchtet mir jetzt gerade erst ein. Grillhähnchen. Lecker. Oh, aber... Kriegst Hunger. Ja. Richtig. Mhm. Oh, sorry, ich bin gerade gegen mein Mikro gestoßen. So. Ich dachte, du bist ins Headset. Da ist auch ein Mikro dran. Oder? Ja, wie stößt ein gegen das Mikro mit einem? Ja, ich hab mich gekratzt und dann bin ich dagegen gestoßen. Ja, egal. Mann. Also, bis zum nächsten Part und ciao, würde ich dann mal sagen. Bye, bye.